Willkommen zurück zu Zelda A Link to the Past Game Boy Advance 100%. Und wir brauchen noch unsere letzten Herzteile. Wie man sieht, fehlt uns da ein Herz und wir bekommen keins mehr von den Bossen. Und die letzten beiden Dungeon. Einen hatte ich ja schon angefangen jetzt. Und der andere ist der von Four Swords. Auch gut zu wissen, dass ein Live-Action-Film von Zelda kommt. Ja! Ganz ehrlich, Logo, das wäre mal wieder ein Grund für mich ins Kino zu gehen. Einfach, weil es Zelda ist. Ich bin mal gespannt, wie lange der Akku von diesem 8-Bit-Do hält, weil... Ja, sonst müsste ich hier das Kabel wieder irgendwo anschließen. Aber dann starten wir doch mal von der Pyramide. Also, uns fehlten Bomben. Glaube ich. Und uns fehlten die letzten Herzteile. Dieses haben wir schon mal. Also ich würde sagen, wir besorgen uns jetzt die Herzteile ganz in Ruhe. Und was uns sonst noch so fehlt. Dann sollte das klappen. Mir auch gerade einfällt, ich die Aufnahme noch nicht gestartet. So, von ein paar weiß ich schon, wo es sein könnte, welche ich nicht haben könnte, aber die Hälfte der weiß ich nicht. Wir haben nicht noch nicht vom Schaufelspiel haben wir noch kein Herzteil. Und ich glaube vom Ausgang beim Todesberg haben wir auch noch keinen. Deswegen würde ich sagen, wären das so die Stellen, wo wir hin müssten. Aber diesmal habe ich relativ viel ohne gucken bekommen von den Herzteilen. Letztes Mal musste ich, glaube ich, irgendwie die Hälfte oder so mir erstmal wieder suchen. Ja, diesmal habe ich die so beim Spielen irgendwie mitbekommen, warum auch immer. Einige Bomben. Ja, aber nicht. Der hat nicht voll gemacht. Viel Geld für nix oder was? So, geht doch. Einmal voll machen bitte. Dankeschön. So, dann gehen wir mal zum Schaufelspiel, würde ich sagen. Weil das habe ich dieses Mal garantiert noch nicht gemacht. Noch im Gedächtnis gehabt. Nein! Tatsächlich bin ich so durch die Sachen durchgelaufen, dass ich einen Großteil mitgenommen habe. Weil das Problem ist ja meistens nicht, dass ich nicht weiß, dass ich noch Herzteile brauche oder irgendwas, ne? Das Problem ist meistens an der Sache, dass ich, ich muss da runter. Das Problem ist meistens, dass ich nicht weiß, was mir noch fehlt. Weil, wenn du dir so eine, so eine dicke Seite anguckst, wo die Herzteile sind, da siehst du immer so gleich aussehende Höhlen und denkst dir so, ja, toll, danke. Willkommen bei der Schatzgarten. Ja, ja, let's go. Bin ich mal gespannt. Es ist halt randomized, wo das landet. Das ist vorbei. Okay, ich muss aus dem Bildschirm raus. Weißt du, Zeit läuft schon und man kann nicht an den Typen vorbei. Thank you.
guck einfach mal, wo ist es denn bei dem gelandet? Also, gut, man sieht nicht, wo es her ist, aber es kommt also eher linksseitig, kommt es raus. So wie die Leute in Star Valley schon ein Schema haben, wo sich Leben befindet. Leute, die Schema zu. Wovon redest du? So. Also der hat hier so gemacht und hier so die Dinge ausgegraben. Aber wie man sieht, bei mir ist es nicht hier. Die Hauptsache ist, dass wir so viel Rubine kriegen, dass wir die nächste Runde auch bezahlen können. Ich kenne mich mit Stardew Valley so null aus, also mir sagt das gar nichts mit dem Leben und was du alles erzählst. Keine Ahnung, wovon du redest. Es gibt Grab-Pattern bei einigen Sachen. Da geht man einfach nur an ein Schema, nach einem Schema. Aha. Okay, also schon sehr Makromanagement oder so, ne? Da war es bestimmt gewesen. Also, hier in diesem Spiel ist das schlimme Herzteil dieses hier, finde ich. Während in der Fortsetzung in Link to the Past 2 oder Link Between Worlds ist es das Baseballspiel. Finde ich. Wind Waker hat ja auch mit Schiffe versenkt. Tatsächlich habe ich nur den Anfang von Wind Waker jemals gespielt. Ähnlich wie mit Ocarina of Time oder so. Das ist ja auch der Grund, warum ich mit Stream angefangen habe. Ich wollte ja die Spiele durchspielen. Das Problem ist halt, ne, wenn ich hier sowas wie Link to the Past detailliert reviewen möchte, weil es eines meiner liebsten Zelda-Titel ist, ne? Allein schon, weil ich damit aufgewachsen bin halt, ne? Dann muss ich halt auch am besten alles davon durchspielen, ne? Damit ich es hier auch zeigen und sagen kann, hier, Spiel gut. Sehr schön. Da, haben wir's. Das erste Teil. Ich bin schnapp abhauen. Am besten sind die Timer, die schon anfangen, bevor man das Areal betritt. Ja, ja, hatten wir ja gerade, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes ist so das Mod. Das sind die beiden Dinger, die mir sagen, wo ich mir sage, die sehen so aus, als ob ich da noch nicht war. Das erste, das ihr ja gerade gesehen, hat ja schon gestimmt. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich das gemacht hätte. Habe ich also auch nicht.
Das nächste gucken wir dann dort bei den Holzfällern, nur halt in der dunklen Welt, in der Schattenwelt. Lobo, du hast gesagt, du müsstest dieses Spiel mal spielen, ne? Da fiel mir gestern doch glatt ein, es gibt doch eine Online-Koop-Mod vor dem Spiel. Das wäre doch was. Schön. Link to the Past online. Als Koop. Wobei ich glaube, als First Time wahrscheinlich für dich nicht so ideal war. Aber die Idee ist gut. Okay, ich sehe hier nichts. Ist hier ein. Jo, ist. Müsste es spielen? Ja, hängen mit Teilen etwas nach. So, sage ich doch, dass ich das hier auch nicht habe. Und jetzt wird es spannend, weil ich keine Ahnung habe, wo der Rest ist. Also, eins ist wohl im oberen Teil vom Swamp of Evil. Und das wäre. Aua. Aua. Egal, und das wäre unten, wo in der Lichtwelt die Wüste ist. Und da könnte ich wahrscheinlich auch noch nicht reingegangen sein, weil ich direkt in den Dungeon quasi gegangen war. Gehen wir mal in die Lichtwelt und holen uns hier ein paar Feen ab. Habe ich eigentlich Feen? Ja. Aber egal. Wir können ja von hier aus dann gleich weiterfliegen. Das ist ja das Ding. Nee, weil ich gestern noch meinte. Ich meinte gestern noch, dass die einzige Version, die ich jetzt noch spielen müsste, im Grunde genommen. So abseits von, ob die Qualität von Aufnahmen gut ist oder nicht. Die einzige Version, die ich noch spielen müsste, wäre die PC-Version. Die halt es inzwischen gibt. Aber, ja, dann fiel mir noch ein, es gibt ja noch die Online-Koop-Version. Und es ist auch die Super Nintendo-Fassung. Also so gesehen, weiß ja nicht. Es hat ja nichts Namhaftes drin, dann außer dass es dann halt im Koop funktioniert, ne? So. So. Und jetzt fehlt uns noch einer. Steak Garden. Ne, den hatten wir gestern. Den kann ich mich auch erinnern. Eventuell den auf der Insel auf Death Mountain. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich die Insel hatte. Wind Waker hat ja auch schon einen Multiplayer. Ich glaube, das ist noch ziemlich in der Beta, aber Ocarina of Time wäre auch eine Idee. Aber Ocarina of Time würde ich wiederum dann gerne Vanilla noch spielen. Und das würde ich wahrscheinlich machen, wenn dann irgendwann die Dings rauskommt, die, die Konsole von Analog für N64, dann würde ich nämlich direkt darauf spielen. So, irgendeine Insel, die müsste irgendwo hier so links rum sein, glaube ich. Bin ich so sicher? Gucken wir mal in die andere Welt. Da oben, ne? Wieder.
Kann ich nicht sehen. Aber ich sehe da so einen Schatten. Das könnte das Herzteil sein. Ja, ich glaube, das ist das Herzteil. Da müssen wir hin. Jetzt ist die Frage, wie wir da rüberkommen. Sag mal, Leute! Ist ein bisschen schade, dass dein PC irgendwie nicht hinkriegt. Okay, da kommen wir irgendwie rüber. Dass dein PC nicht hinkriegt, Dragon Quest zu spielen. Und ich hier durch? Hier war ich ja schon drin, das weiß ich. Ich habe keine Karte hierfür. Und hier durch? Perfekt. Nee, nach oben hat das nichts. Nee, ich glaube nicht. Spielen kannst du es nur Audioprobleme. Wenn du Audioprobleme hast, sagt es mir doch gleich, dass es irgendwo die Leistung so stark am Ziehen hat, dass du dass das Audio hinterherkommen muss, weil du nicht auf voller Leistung vom Spiel bist. Das ist, was ich da höre, wenn du das sagst. Kein Delay oder so, Audio ist einfach compressed und kacke. Ja, ich kann dir nicht sagen, was du für Probleme hast. Ich kann es weder sehen noch hören, was du hast. Was soll ich das wissen? Geht nicht, ne? Okay, ich. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo. Hin muss, aber in der Dunkelwelt. Darf ich top? Oh, jetzt. Ja, wie gesagt, ich kann ja da nicht. Ich kann da gar nichts sagen, wenn ich es nicht sehe oder höre. Da müsstest du vielleicht mal Discord streamen, oder so. Vielleicht doch hier rüber, aber geradeaus. War das nicht so? Ich dachte, das war hier eines von diesen Dingern. Ja, war es auch. Ich bin nur zu früh runtergegangen. Und hier waren überall Feen. Also, ich war hier, ich bin nur nicht in eine andere Welt gegangen. Ah, das ist das Problem gewesen. Okay. Siehst du, ich hätte hier auch durch Zufall fast das Richtige gekriegt, aber so passiert. So, kurze Pause. Mir fällt gerade was ein.
Bin gleich wieder da. Geht nicht gut. Frame Drops. Mischief! Das ist Mischief! Nicht dein Schiff, Mischief! Mischief. Ich bin Mischief, Captain dieses Schiffes hier. Ja, schön. Dann können wir aber schon mal Dinge abgeben. Ganz besonders, wenn man langsam das Gift raustickt, wenn wir nicht ständig jemanden angreifen, der neues Gift auf unseren Debuff macht. Die Viecher, die direkt neben der Straße stehen, warten wir mal ein paar Sekunden, bis es austickt. Müssen ja jetzt nicht direkt da reinlaufen. Aber wir gehen hier lang. Das geht auch. Wow! Oh! Es gibt sowas wie einen Fluchtstil! Jetzt sind wir wieder beim Safe-Punkt. Kaputt ist Fluchtseil. Nice. Was nicht so nice ist, wir müssen jetzt nochmal durch den Dungeon durch. Ich würde sagen, dass wir kurz auf Sneaky wechseln und dass er guardet. Oh! Dafür brauche ich die Super Guard, ja? Ich weiß schon, warum ich ihn genommen habe, wegen den Auto-Revive. Danke, Spiel. Also mal, nee, das ist Maluch, ja. Laviosa. Ich hatte heute Lust auf ein Croissant. Also ging ich los zu einem Geschenk, das Croissants verkauft und kaufte mir ein Croissant. Dann ging ich nach Hause mit meinem Croissant und aß das Croissant. Ich bin mit Förner. Das war das Problem an der Sache. Sekunde, ich bin gerade nicht so lesebedürftig. Ah. Das war wild. There's nothing really special to do. Well, you can always wish people a New Year's greeting. Like, have a great year. Yeah. Happy New Year to you too, Koro. Oh man, I completely overslept. Why'd I stay up all night watching that stupid... Der muss jetzt down gehen, sonst sind wir tot. Block! In the three treasure chests are money, ammo, and experience. However, you can only open one treasure chest. Now, what will you do? Erfahrung. It seems you are already strong enough at this stage. Ja, und? Mehr XP. Please choose something other than... Willst du mich verarschen, Spiel? Was? Ich will aber XP, damit ich nicht grinden muss später. Spiel, please. So, bin zurück. Hat man es quasi so überhaupt gehört in dieser Szene? Unglaublich, ey. Dieses Spiel, ey. Ich bin mir sicher, ob man nee, das hier in der Szene hört. Nee. Ohne Heilung, ohne alles. Danke, Spiel. Lässt du mich gerade in Ruhe? Darf ich in Ruhe heilen?
Sollte man theoretisch hören. Hallo Dreimling. Gut. So. So, dann haben wir unsere letzten Herzen, wa? Ich habe Herzen, ich habe Feen, ich habe alles Mögliche. Also ich glaube, ich kann den Gunnels Tower jetzt machen. Ist natürlich perfekt, dass die mir jetzt mein Herz abziehen. Da, Tod. Todesberg mit Todesschädel. Ja. Genau. So. Ja, meine Hose. Ja, also. Ja. Nee, also wenn wir... Oh Mann. Wenn wir jemals die verschiedenen Versionen von Link to the Past fertig haben, dann könnte ich zumindest von Link to the Past auch mal diese tollen Hacks wie Goddess of Wisdom zum Beispiel spielen. Aber die könnte ich so auch schon. Aber ich möchte es nicht. Sagen wir so. So, hier ist eine. Genau. Eine Fee. Wieso? Hat der, wurde er von dem Ding nicht getroffen dabei? I mean. Achso, wir mussten ja das Ding hier umschieben, ne? So war das. Das war der Problem. Egal. War mir jetzt zu doof. Bin auch doof. Ich bin richtig doof. So. Meine Güte, ey. Das war der falsche Raum. Stimmt, wir müssen erst bei den anderen hin. So viel zu dem Thema. Stimmt, da war ja was. Sekunde, das gucke ich jetzt nach, weil ich habe gestern irgendwie festgestellt, dass wir nicht durch den Bombenraum müssen, um zum Bossraum zu kommen, wo wir schon mal waren, sondern ich muss irgendwo anders lang. Gucke ich jetzt nach. Also schon mal ist der nach links gegangen. Das war jetzt für den restlichen Dungeon. Ich geh erstmal, wo der Boss ist. Ah, der ist da. Und dort kommt er von.
Ja, von der linken Seite rein. Dann gehen wir einfach von der linken Seite. Und dann müssen wir zu diesen einen Stelle, wo der Boden unsichtbar ist. Und wo der Boden unsichtbar ist, da geht's dann zum ersten Boss. Wie ich schneller als das Ding da am rumdrehen war. Ja, aber an für sich will ich natürlich die anderen Zeldas auch alle spielen. Ah, stimmt, das war ja eine Falle. Wie mir das einfällt, nachdem ich die Falle auslöse. Perfekt, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Ich liebe es immer, wenn groß irgendwelche lauten Töne auftauchen. Wenn man hier gerade irgendwie Stream anhat oder irgendwas in der Richtung. Sind auch schneller als man selbst, ne? Das macht nichts. So, hier muss ich, glaube ich, einfach nur das eine Ding hier. Was machen die da für Geräusche drauf? Warum will ich hier überhaupt lang? Wahrscheinlich, weil ich da dann aus dem Raum rauskomme, wo ich hin will. Okay. Hat schon gewundert. Hätte ja klappen können. Egal, raus hier. Perfekt. Ich glaube, es reichte einfach nur aus. Jetzt war ich hier schon wieder. Es reichte einfach aus, wenn ich hier die Fackel anzünde oder so.
als ja Zeiträtsel quasi. Find's auch gut, wie die Fackel nur anzündbar ist, wenn sie im Bild ist. Bomben gehen auf, wenn sie einfach nur im gleichen Raum sind. So, da ist er. Den Fehler, den ich gestern gemacht hatte, war, dass er, dass ich nach links gegangen bin und nicht nach oben. Weil oben kriegt man den Boss-Key. Und der hat mir jetzt für alles andere quasi gefehlt. Tired? Ja, irgendwie mir geht's auch nicht so Bombe, aber ich hab ja vorhin schon geschrieben. Ich habe das leichte Gefühl, dass ich eventuell irgendwie Bluthochdruck oder sowas habe, dass mir deswegen immer so scheiße geht. Schön, wenn man ein Puzzlespiel spielt, wo man nach der Hälfte einem Puzzle einfach nur auf den Sack geht. Ja, perfekt, oder? Warum spielt man es dann überhaupt? Man könnte hier auch die Statue schieben und ohne Damage machen. Aber das wäre zu einfach gewesen. Weil es am Anfang gut gewirkt hat, dritte, vierte Kapitel angefangen, belastend wird und wollte das nicht abbrechen, weil es passt durch. Tja. Ist einfach nicht. Ach nein, lass mich. Perfekt! Ich dachte schon, der geballert auf jeden.
Ich glaube, mit dem kann man das auch gut. Aus! Sag mal, wie oft will er noch in mich reinlaufen? Lass mich. So, nächster Boss. So, weg mit ihnen. Yay, ein Herz, danke Spiel. Du bist sehr großzügig, Spiel. So, hier müsste Moldoma sein. Irgendwo. Aber auch nicht. Ah, hier war ja was. Oje, oje, oje. Aber hier ist das wenigstens nicht von alleine kaputt gegangen, wa? Müssen wir nur vorbereiten. Puh. Hier aber. Ah. Kannst du vergessen. Jetzt ist das Problem, dass es halt dort an rechts anfängt scheinbar. Wegzugehen. Thank you.
Und die fangen halt auch an, da rechts. Okay, fast. Ja, nee, ist klar, Spiel. Ich hasse es. Ich war so perfekt gerade. Mana? Danke. So, dann fangen wir das hier an. Gehen hier weiter. Dann machen wir die beiden und dann haben wir es. Einfach woanders hinschmeißen. Ich habe das Gefühl, dass ich Bomben brauchen könnte gleich. Okay. Wunderbar. Hier ist Moldoma. Sowas von genervt, die Viecher, glaube ich. Wenn ich bedenke, wie oft ich in der Switch-Fassung, was ja die OS Super Nintendo-Fassung ist, wie oft ich da teilweise gestorben bin bei den Bossen, ne? Mich angeschubst, durchgekommen. So, Moment mal, ich habe noch gar keine rote Rüstung bekommen. Oh, Respekt, dass du es bis hier geschafft hast, Link. Da freue ich mich, dich wiederzusehen, doch sei versichert, dass es nicht zu einem dritten Treffen kommen wird. Ärgerlich. So, habe ich ihn aber. Vielleicht muss ich mal gucken, wo die rote Rüstung her war. Die müsste eigentlich im Dungeon gewesen sein, ich hab sie noch nicht. So, wo ist die rote Rüstung? Verdammt. So, irgendwo, wo man wieder
Ach so. Kann er wieder hochkommen? Wie habe ich die verpasst? Okay. Ja gut, ich muss ich nochmal in den Dungeon rein, wa? Da hilft ja nichts. Aber natürlich vorher noch ein bisschen heilen. Was ich ja auch mal nachgucken wollte, ob ich wirklich alle Pfeile habe, weil ich bin mir mit 70 nicht sicher. Ich meine mich irgendwie an 75 zu erinnern oder so. Kann sein, dass es 70 ist, aber bin mir nicht sicher. Dann gehen wir ganz kurz mal auf die Insel da und bezahlen die Fee für ihre Mühen. Wahrscheinlich habe ich alles. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier hätte ich ja auch Feen holen können, aber fiel mir gerade erst ein, dass ich das nochmal gucken wollte. Nur damit wir doppelt sicher sind. Warum wissen wir, dass es nicht geht? Nee, 70 ist voll. Okay, wunderbar. Haben wir das. So. Mal die rote Rüstung holen. Wie die Frage. Wo ich am besten lang gehe dafür. Perfekt. Ich habe hier auch schon wieder vergessen, was das hier für ein Raum war. Dave! Willkommen zu, ich muss nochmal hier durch, weil ich vergessen habe, die rote Rüstung mitzunehmen. Mal gespielt das Spiel, aber ich habe trotzdem keine Ahnung von.
Heute kam die Graka. Direkt eingebaut. Was für ein Leistungssprung. Welche hast du denn jetzt überhaupt geholt? Ich habe nur mal gesehen, du hast eine Graka, du hast eine Kraka, aber ich habe keine Ahnung, welche du geholt hast. Und was hattest du vorher, dass du sagst, dass es so ein Leistungssprung ist? Da ist die Kiste. Ja, klingt schon sehr viel besser. Ich habe gehört, 2070 super. Ich weiß nicht, ob eine 4070 so ein großer Sprung wäre. Aber ich habe ja weder Geld für 4070 noch für irgendwelche andere. Aber dass die 4060 die nicht besser sein soll. Da ich kein Geld habe, informiere ich mich gerade auch gar nicht. Deswegen. Sorry, wenn ich da nicht so die Ahnung gerade habe aus dem Kopf. Ja, machen wir einfach mal ganz einfach. Wir speichern und starten bei Pyramide neu. Prozent. Bei dir jetzt oder im Vergleich bei mir? Somit, weil ich habe ja nicht die 260. Bei mir. Ja. Für was kostet die 70er? Kostet die so 300, 400 Euro mindestens, ne? Ich glaube, bei der 70er war das so. Oder war das bei der 60er? Und bei der 70er so 800 Richtung. Ja, gut. Eher 800 Richtung. Ja, 600 ist okay. Ist trotzdem viel Geld, ne? Sagen wir mal so, ist viel Geld. Gut, ja gut, die paar Herzen, legen wir mal los mit Ganon. Let's go. Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Sträuch wie du so einen Ärger macht? Ich kann nicht glauben, dass mein zweites Ich, Aghanim, zweimal besiegt hast. Aber in mir... Hast du deinen Meister gefunden? Das Triforce erringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten. Dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Triff ihn. Der neue Wirbelattacke ist aber auch teilweise echt nutzlos. Ja, kommt da wieder Licht, ne? Bei dir war es 112%. Ja, da hat sich natürlich auf jeden Fall gelohnt. 11 Monate gespart ist ja auch schon, ja. So viel Geld muss man halt auch erstmal überlassen, ne? Wenn ich einmal diese Dinger treffen, ne? Dann gleich 3 Herzen weg.
Naja. Sag mal. Ist er gerade gestorben, während ich gestorben bin? Arg. Ja, ist er. Uff. Gut, war auch noch Alan Wake so ein Kraker gab. So ein Kraker gab. Ja, das ist manchmal gut. Top 10 Anime Deaths. Ja, kann man auch so sagen. So, das Triforce. Damit haben wir erstmal Ganon. Sei willkommen, Link. Ich bin die Essenz des Triforce, der goldenen Macht. Das Triforce wird demjenigen jeden Wunsch erfüllen, in der es berührt. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinen Herzen, der gute Wünsche wahr? Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, der böse Wünsche wahr? Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung des Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern, so wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier kommt Ganon seine Macht vergrößern mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt sind vergangen. Triforce ist bereit für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Hör das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Analog Pocket schon mal gehört? Ja, ich bin bis jetzt auch zufrieden mit den Analog-Konsolen. Genau, aber HDMI-Steckplatz ist extra. Das ist so der Haken in der Sache. Wie du siehst, ist okay. Kann man spielen. Und spielen tue ich es mit einem 8-Bit Do. Ja, hier, den hier. Also das ist quasi der Aufpreis, was man da noch einen Ständer und einen Controller. Aber man kann auch andere Controller anschließen, so ist das nicht. Also, daran liegt es jetzt nicht. Aber wenn man halt jetzt, sag ich mal, das immer klassische Feeling haben will mit einem richtigen D-Pad und alles, dann spielt man nicht mit einem PS5 Pad. Aber theoretisch kannst du damit auch spielen, ja. Der Ball und sein Freund. Weißt du, Onkel, am Anfang voll am Sterben, was macht er jetzt? Ja, ist alles in Ordnung, kein Problem. Ja, eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten, dieses Zelda. Auf jeden Fall eines der liebsten Zelda. Andere kommen immer nah dran, aber immer so ein kleines Stück vom Ziel weg. Breath of the Wild zum Beispiel kam für mich nah dran, an eines der besten Zeldas für mich zu sein. Aber das liegt erst daran, dass ich ein ähnliches Spiel mal machen wollte. Vielleicht auch irgendwann noch machen werde. Halt vereinfachtes Elder Scrolls im Grunde genommen. Aber was für mich da groß gefehlt hat und am meisten gefehlt hat, war die Musik. Es hat Musik,
aber ist so eher so nicht so wie andere klassische Zelda die Musik hat. Das ist das Problem gewesen. Die Fortsetzung A Link to the Past 2 oder A Link Between Worlds ist auch nicht schlecht, aber da hast du wieder den Open World Aspekt nicht gehabt, den dieses Spiel hier hat, weil du da ständig durch diese zerteilte Welt immer rein und raus durch diese Schlitze in die andere Welt musst, damit du wieder irgendwo anders hinkommst. Das ist so eher so, keine Ahnung. So, auf geht's. Fortsetzung Link Between Worlds. Würde ich gerne machen, Dave, aber mein USB-Ausgang vom 3DS ist leider kaputt. Glaube ich zumindest, dass es am USB liegt. Und zwar, der zweite, der untere Bildschirm hat so 8 Farben. Also so 8-Bit-mäßig. Also der, auf jeden Fall die Farbdichte verringert sich komplett. Aus unerfindlichem Grund. Der obere Bildschirm ist noch total in Ordnung, der untere wird falsch dargestellt. Ich habe da rumprobiert, funktioniert nicht. Habe auch auf dem Laptop, also einen anderen PC, anderen Kabel, alles probiert. Will auch nicht. Manchmal ist es in Ordnung und dann nach ein paar Sekunden geht es wieder kaputt. Müsste ich mal nachfragen, ob das wirklich am USB liegt. Ob ich vielleicht einfach nur Firmware neu updaten muss oder so ein Scheiß. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Habe ich noch nicht die Zeit und Muße gehabt, mich drum zu kümmern. Aber es stört mich schon. Aber wir sind hier noch nicht durch das Spiel. Die Credits trügen. Ich kann es auch nicht vorspulen oder abbrechen. Ich muss durchlaufen lassen. Die Credits trügen, weil ich spiele. Siehst du? Deswegen meine ich, das ist wahrscheinlich das USB. Was da irgendwie kaputt ist. Ich werde es auf jeden Fall nochmal. Ich werde nochmal nachfragen. Und er hat so einen USB-Ersatzservice, aber das kostet 100 Euro. Bevor ich nicht direkt das Ding losschicken kann, wenn ich es dann kann, werde ich es dann auch nicht nachfragen. Nee, wir sind hier noch nicht durch mit dem Spiel. Wir spielen ja GBR 100% und ich habe extra mit Logo des fucking Multiplayer durchgespielt. Nicht nur durchgespielt, auf 100% durchgespielt und alle Medaillen, die für Link to the Past nötig sind, gespielt, damit wir den Four Swords Dungeon, den Bonus Dungeon der Game Boy Advance Version spielen können. War belastend, richtig. War vor allem belastend. Logo, hast du gestern vielleicht nicht ganz mitgekriegt, weil du Remnant gespielt hast? Ich habe, während ich Link to the Past gespielt habe, habe ich Four Swords Inhalte freigeschaltet. Man kann jetzt neue Attacken, wie Wirbelattacke und so weiter, kann man jetzt in Four Swords benutzen. Das heißt, es wäre vielleicht leichter geworden. Mickey Auer hat's übersetzt. Special thanks to the Super Mario Club, dem Mega Man Club und North NOE Product Localization Team. Original Zelda Stars. Trauriger ist, wir sind weniger an Vati gestorben als gegen den Waldboss. Ja, der war aber auch schlimm. Der Waldboss, wer es nicht weiß, der hat so zwei so eine Köpfe, die ganze Zeit am Spucken sind und die verfolgen random einen Spieler oder beide Spieler. Und wir haben ja zu zweit nur gespielt. Ansonsten müssen wahrscheinlich vier Dinger mit vier Spielern sein. Man muss so einen Schalter rausziehen aus der Pflanze und dann an der richtigen Seite die Farbe schlagen, damit da Damage reinkommt. Ja. War schwierig. So, wir sind in den meisten Dungeons nicht gestorben.
Was unglaublich ist, wenn man bedenkt, wie ich in der Switch US-Fassung gestorben bin. Naja, da fing es ja langsam an mit dem Sterben. Versuche insgesamt einer. Ha, ich hatte immer Feen dabei. So, jetzt wird es aber nochmal belastend mit dem Bonus-Dungeon. Ich denn... Sagt nicht, ich kann das Ding nicht ausschalten.